Ja, wir sind im Mai angekommen. Hallo Mai, der Mai beginnt mit einem Umklapp, der nicht wirklich einer ist. Deswegen gilt er da nur halb. Kriege ich einen halben Punkt? Bestenfalls. Bestenfalls. Ich mache mal einen halben Punkt, dass du zumindest auch schon mal was hast. Okay. Am 1. Mai gibt es nämlich den Hörspielklassiker der SRF Musikwelle. Wir wissen wieder mal noch nicht, was es sein wird, aber ihn wird es eben ab dann geben. Und dann könnt ihr ihn einen Monat lang downloaden beim SRF und ja, mal gucken, was es werden wird. Aber dann kurz danach, um 7.05 Uhr geht es gleich weiter. Und zwar sehr gut weiter. Am 1. Mai beim MDR Kultur läuft nämlich ein sehr, sehr schönes Kinder- und Jugendhörspiel, nämlich Fischerjungen nach Rudyard Kiplings gleichnamiger wahrscheinlich Geschichte. Die BR-Produktion aus 1961, bei der unter anderem Mario Adorf, Horst Tappert mitsprechen, Benno Sterzenbach, Elmar Wepper, also eine hammermäßige Besetzung. Und nicht nur die ist der Hammer, sondern auch das Hörspiel ist natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, keine Frage, aber die Geschichte ist einfach wirklich ganz, ganz toll. Ein junger, verwöhnter Schnösel fällt von einem Luxusdampfer und wird von Fischern aufgegabelt und ihm wird natürlich nicht geglaubt, dass er hier so ein reicher Schnösel ist. Nein, er muss dann mit diesen Fischern ja zum Fischfang gehen über mehrere Monate und muss sich dort eben bewähren und ja, ist ein bisschen ältlich, sage ich jetzt mal, aber also er wird halt dadurch quasi zum Mann, mehr oder minder. Mhm. Also es ist so eine Coming of Age, heißt das doch? Coming of Age? Ich glaube, ja. Geschichte. Auch Coming of Age, ja. Aus einer, ja, etwas älteren Zeit, aber das macht halt trotzdem einen riesen Spaß, dieses Hörspiel, weil da eine Spielfreude herrscht, das atmosphärisch ganz toll eingefangen ist und natürlich die Sprecher der Knaller sind und das ist wirklich großartig, eine tolle Geschichte, die zu Herzen geht. Knaller, das müsst ihr unbedingt gehört haben. Ich glaube, wir haben das auch schon mal vorgestellt, oder? Ich glaube, wenn ich mich nicht alles drückt, hatten wir es gehört und haben es aber vergessen vorzustellen. Na, dann sei es doppelt und dreifach also, unterstrichen. Ich habe es dann auch nochmal gehört, weil ich wusste, mir wollte es schon mal vorstellen und habe es dann nochmal gehört und habe festgestellt, ich hatte es ja auch schon gehört, also ich kannte es tatsächlich schon. Da gibt es nämlich auch zwei Versionen von und die ist aber die wir gehört hatten. Sie war die BR-Version. Tolles Ding. Ja, unbedingt. Am 1. Mai um 8.05 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur gibt es auch ein Hörspiel für jüngere Ohren und zwar Garage Nummer 7 von Hans Zimmer. Noch so ein tolles Ding. Echt? Ja, von 1999. Ja, macht ja schon eine Musik. Und da spricht unter anderem Harpe Hallwachs mit in einer Rolle, wie sie gebackener nicht sein kann für ihn, nämlich als mürrischen Nachbarn, der als eine Art ja Hausmeister, der eigentlich nicht wirklich einer ist, aber sich als selbige aufspielt, über diesen Garagenhof quasi wacht, wo zwei Kinder, nämlich die Sophia und ihr Bruder Fabian, spielen. Und er das natürlich nicht so gerne sieht, weil ja, da ist ja die Garage und seine Garage, die Garage Nummer 8 und hier, da muss er mit dem Auto raus und das geht ja nicht, dass die Kinder Fußball spielen und überhaupt. Und überhaupt ist ja der Fabian, der ist ja blind, da kann ja alles Mögliche passieren und das tut es auch, denn Fabian fährt nämlich sehr, sehr gerne mit dem Fahrrad und als Blinder ist das ein bisschen schwierig und deswegen rottet er so ein bisschen das Fahrrad seiner Schwester, damit geht das eben los. Aber in die Garage Nummer 7, also in die Nachbargarage, die wird so ein bisschen umfunktioniert von einem jungen Mann, der dort eine ja, Fahrradreparaturwerkstatt ganz neu reinbaut, wenn man so will. Und das passt natürlich dem Nachbarn überhaupt nicht, denn was hat das denn in einer Garage verloren? Das geht ja wohl überhaupt nicht. Aber er ist quasi überstimmt worden, dass diese anderweitige Nutzung als eine Garage, das ist halt zugelassen worden, aber er hat da dagegen gestimmt. Ist halt alles schwer überzogen, was Harpe Hallwachs da macht, aber allein durch ihn ist das, er bringt dieses Nervige einfach sensationell rüber, wirklich, dass man immer wenn er auftaucht, oh, der ist schon wieder. Das ist echt der Knaller. Und die zwei Kinder spielen einfach fantastisch, fand ich das. Also das war so, weiß auch nicht, so, so authentisch und so frisch von der Leber weg. Das fand ich ein Knaller. Und Anna Helm halt, ja. Ja, also wirklich ganz großartig. Auch direkt kein Kind mehr. Alter. Ja. Man sieht, ja, das Ding ist, ja, so 19 Jahre alt, das Ding, ja. Ja, ja und die Kinder versuchen halt, ja, diesem jungen Mann so ein bisschen zu helfen und machen quasi Werbung für ihn, aber das funktioniert halt nicht alles so richtig und dann gibt es halt ein großes Problem. Ja, da will ich jetzt nicht verraten, was es geht. Die Geschichte selber ist jetzt ein bisschen zurückgefahren, also da passiert jetzt nicht die Welt, ist halt wirklich eine kleine Geschichte eigentlich, die aber sehr, sehr nett umgesetzt ist und sehr viel Atmosphäre mitbringt und sehr lebendig gespielt ist und allein dadurch fand ich sehr hörenswert ist und das sollte man nicht verpassen, also einfach dranbleiben, beziehungsweise vom MDR Kultur auf den Deutschlandfunk
Kultur umswitchen eine Stunde später, dann habt ihr zwei sehr schöne Kinder- und Jugendhörspiele gehört. Ja, dann könnt ihr ein bisschen euch auf eine kurze Maiwanderung begeben, aber müsst um 14:05 Uhr wieder zurück sein. Da läuft nämlich bei SWR 2 das nächste Hörspiel, ebenfalls für jüngere Ohren, und zwar die feuerrote Friederike von, oder beziehungsweise nach dem Roman von Christine Nöstinger. Den hat Julian Lorenz bearbeitet und auch inszeniert. Und das ist eine Koproduktion von NDR, SWR, die dort erstmals zu hören ist. Und die wird auch beim DAV auf Silberling erscheinen. Dann etwas wollte ich noch sagen. Die Musik bei Garage Nummer 7 ist ganz furchtbar. Einfach drüber weghören. Ich habe wieder meine Aversion gegen Saxophone wiederentdeckt. Ich mag dieses Instrument nicht. Dann um 18 Uhr gibt es in Bremen 2 den Auftakt eines Zweiteilers, nämlich die Vereinigung der beiden Koreas. Teil 1, die Scheidung von Joel Pomera, die Koproduktion von SA und RB aus 2016. Ja, ein Hörspiel, was mich vom Titel her wieder abgeschreckt hat, aber dadurch, dass ich halt einfach immer mal eine Chance gebe und auch immer mal einfach reinhöre, ohne zu gucken, was da jetzt gerade auf dem Player ist, bin ich dann doch reingerutscht und hängen geblieben. Und ich war, naja, begeistert ist das falsche Wort, aber ich habe wirklich da staunend davor gesessen und zugehört und mir diese kleinen, kurzen Geschichten rund um die Liebe sehr, sehr gerne gegönnt, weil das teilweise wirklich großartige, bitterböse und sehr drastische Stücke waren, bei denen es ums Existenzielle geht, um wirklich verschiedene Spielarten. Es sind Aktionen drin, wo man denkt, ey, das ist doch überhaupt nicht real. Es ist auch teilweise, sind die Aufhänger ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber was dann daraus gemacht wird, das zeigt tatsächlich, wie gut Joel Pomera schreiben kann. Das sind kurze Sequenzen, die dauern maximal 10 Minuten, Viertelstunde, die längsten. Und das macht so einen Spaß, das zuzuhören, wobei das tatsächlich nur Fragmente sind. Also es hat keinen richtigen Anfang, kein richtiges Ende. Es ist einfach nur so ein Ausschnitt, gerade eine Diskussion meistens von zwei, drei Menschen um ein Thema, um eine bestimmte Situation, die immer sich um Liebe dreht. Das fand ich tatsächlich ganz fantastisch. Also das hat mir so vom Radiogramm mit am besten in diesem Monat gefallen. Krass, das hätte ich nie auf dem Schirm gehabt, Ja, tatsächlich. ich habe auch, also ich habe bei Interessant. dem Titel, ich hab mir das Hörspiel am Anfang, wie man das immer so machen, ich gucke halt durch, was kommt im kommenden Monat und ziehe mir dann die einzelnen rüber. Und war so eins, wo ich gedacht habe, sollst du das überhaupt auf den Player ziehen? Das ist eh garantiert nichts, aber weit gefehlt, es ist tatsächlich sehr, sehr gut. Also das hat mir richtig gut gefallen. Schön, man mal wieder Krasses überrascht Stück, wird. ja. Dann um 18:30 Uhr, wir sind immer noch beim 1. Mai, gibt es im Deutschlandfunk Kultur eine Ursendung und zwar Insekten und Einhörner. Der Künstlerbriefwechsel zwischen Jean Dubuffet und Valère Novarina von Leopold Verschuur, eine Deutschlandfunk Kulturproduktion. Ja. Ja, dann geht es am 1. Mai auch bei WDR weiter mit dem Tod in Rom. Das Stück von Wolfgang Köppen läuft ja in dieser, was ist es, 18. Kalenderwoche bei WDR 3. Und auch am 1. Mai gibt es den halbstündigen zweiten Teil. Und dann an den Tagen drauf natürlich 3 und 4 natürlich schauen wir. Dann zum 2. Mai, dort gibt es um 20:05 Uhr im NDR Kultur Karl Marx, das Kapital, erster Band. Ja, knüppelhart. Das Ja, ist aus dem heftig Hörspielpark krank. von Helgard Haug und Daniel Wetzel, Deutschlandfunk Co-Produktion mit dem WDR zusammen aus 2007. Ja, darin erschildern verschiedene Menschen quasi ihren Bezug zu diesem Werk. Und das macht es eigentlich interessant, weil es geht halt nicht direkt aus dem Buch. Also man erzählt jetzt kein Hörspiel aus diesem Buch heraus, was ja auch schlecht möglich wäre, weil es ja doch eher ein theoretisches Ding ist. Aber der Bezug dazu, und das macht es tatsächlich interessant. Und ich fand das damals richtig gut, als ich es zuerst gehört habe. Jo, dann in den Handel. Am Freitag gibt es einige Hörspiele. Und zwar geht es bei Captain Blitz und seinen Freunden weiter mit der Folge 10, eine Falle für Pferdediebe. Alle Kiosk 1983, Captain Blitz und seine Freunde 11, Alarm für Strecke 7, die 12 Autodieben auf der Spur. Alles bei All Ears zu hören, jetzt eben, wie gesagt, digital. Jo, dann gibt es einen neuen Holy Klassiker, die Folge 23, Deutsche sagen, Teil 2 soll am 4. Mai erscheinen. Dann wird es eine neue Macabros Classics geben bei der Winterzeit, die Folge 9, der Blutregen bei der Winterzeit. Das ist der Auftakt meiner zweiten Hörspielwelle gewesen quasi. Vor Ah, 100 okay. Jahren, 2000, irgendwas. Ja, dann einen neuen Pidax-Hörspielklassiker gibt es auch, und zwar Rinaldo Rinaldini oder der Räuberhauptmann, ein Hörspiel von Christian August Vulpius,
Eine WDR-Produktion aus dem Jahr 1966, die Pidax jetzt aufs Tableau gehoben hat. Ein Hörspiel mit einer irrsinnigen Spiellänge. Ich glaube, das sind immer 70 Minuten, sieben Teile, also 490 Minuten ungefähr, oder? Ja, das so wird, ja. Mit einer Wahnsinnsbesetzung. Also da ist wirklich Leute dabei. Also was ganz toll fand, ist Hans-Joachim Kuhlenkampf als Erzähler. Mhm. Und was ich noch toll fand, ist die Musik. Als Titellied summe ich schon wochenlang vor mich hin. Aber der Rest, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gehört, tatsächlich. Ah, du hast das nicht gehört. Ich hänge bei Teil 3 und ich komme irgendwie mit diesem Stoff nicht so klar. Also das ist ein bisschen zwiespältig erzählt. Also man nutzt also schon so eine altfränkische Sprache, sage ich jetzt mal, was das Ganze ein bisschen hölzern macht. Rinaldo Rinaldini ist so ein bisschen, also bis jetzt, bis zum Teil 3, ist er noch ein bisschen vage. Also ich muss mich da nochmal tun. Ich quäle mich momentan ein bisschen bei Teil 3 und komme nicht richtig voran. Also ich denke, wir blicken da im April-Rückblick nochmal genauer drauf. Ja, dann habe ich es dann auch gehört. Ja, aber die Musik ist klasse. Dann gibt es einen Klassiker, und zwar den Professor von Dusen. Nummer 19, ja. Der Fluch des Pharao, die Rias-Produktion aus 1981 von natürlich Michael Koser. Am Regiepult natürlich Rainer Klute mit natürlich Friedrich W. Bauschulte und Klauschen Herm unter anderem. Professor van Dusen ist in Ägypten, wer hätte es gedacht. Und das ist alles ein bisschen merkwürdig und ein bisschen un-Van Dusen-like erstmal. Denn van Dusen ist im Auftrag einer Universität unterwegs und soll einem Kollegen auf die Finger gucken, der im Verdacht zumindest steht, Forschungsgelder so ein bisschen zu verschleudern. Und da er gut mit diesem Kollegen bekannt ist, will er ihn eben treffen, aber selbiger ist verschwunden. Und so trifft er halt in Luxor dann nur auf seine Frau, die sehr lustig ist und zu einer sehr merkwürdigen Szene vor allem führt, bei der tatsächlich van Dusen einer Frau ein Kompliment macht. Wann hat man das schon mal gehört? Ja. Unfassbar. Und die Dame vermutet dann auch, dass das am guten Einfluss von Hedge natürlich liegt. Natürlich. Natürlich. Ja, und relativ früh taucht da auch jemand anderes auf, bei dem man als alter Van Dusen-Hörer schon die Ohren spitzen denkt, ob mit dem alles in Ordnung ist. Ja, so entwickelt sich aus dem Ganzen eine sehr merkwürdige Geschichte, die sehr comichaft mal wieder daherkommt, was die ganzen Todesumstände vor allem anbelangt. Denn ja, van Dusen und Hedge werden von dem Helfer dieses bekannten Forschers in eine Grabkammer geführt, wo ein Toter liegt. Und van Dusen natürlich relativ früh raufkommt, wie dieser Mann zu Tode gekommen ist, was völlig naheliegend ist. Nicht? Ja. Und dann kommt es halt wirklich zu aberwitzigen Gesundheit. Zu aberwitzigen Szenen, die halt, wie gesagt, sehr comichaft und überzogen und satirisch, wie sich das für Van Dusen auch gehört, daherkommen und das Ganze wieder sehr komödiantisch auch machen und ja, richtig schön Van Dusen-Flair aufkommen lassen. Gespickt natürlich mit entsprechender, merkwürdiger ägyptischer Musik. Also man hat eigentlich so alles so drin, was in einen Van Dusen gehört und ich bin bestens unterhalten worden, wie immer. Ja. Es ist wahrscheinlich nicht der beste Van Dusen, aber also allein durch diese Merkwürdigkeit, wie die Leute da zu Tode kommen. Ja, ist halt schon besonders. Ist ja vor allen Dingen besonders, weil Van Dusen mal einen Fehler macht. Oh ja. Ist ja relativ dumm, weil der fällt einem selbst beim Hören direkt auf. Ja. Nicht nur uns, auch Hedge. Auch Hedge. Und sogar Hedge fällt da auf, genau. Ja. Ja, dann gibt es natürlich als Schmankerl obendrauf noch ein paar schöne Anekdoten von Klute und Koser, die das Ganze sehr, sehr rund machen und was soll man sagen, kauft euch die CD. Ja, unbedingt. Da gibt es nichts anderes. Auf jeden Fall. Ja, 4. Mai noch nicht genug, es gibt noch was Neues im Handel und zwar eine neue Folge TKKG, die 205, teuflische Kaffeefahrt. Die heißt wirklich so. Die heißt wirklich so. Gut, man denkt sich wahrscheinlich auch, die TKKG-Hörer der ersten Stunde kommen jetzt langsam ins Alter. Aber an Tegern sehen wir mit dem Bus, ja. Und halt ist die 206 Abenteuer im Alten. Mhm. Ich tippe mal, es geht um Heizdecken. Genau, und zwar, es gibt auch direkt im Klappentext, verrät man auch schon, wie einer der Gauner heißt, Hagen Teufel. Man wäre gar nicht drauf gekommen, dass jemand der Teufel heißt und bei TKKG irgendeine zwielichtige Gestalt ist. Ja. Und der Busfahrer heißt Harry Henkel. Ja, war Box-Champion.
Köstlich. Ich glaube, das ist hier von Dingens noch übrig geblieben, die Geschichte. Ist bei eben von Kai Schwinte dort, ist da nicht, damals nicht mit ins Jubiläum Ach gekommen. so, ja, kann auch sein. Das kann auch sein. Ja, das nehmen sie Ja. eh nie. Tja, nein, wir lassen uns Ja. überraschen. Genau. Und nehmen dafür den Ja, Umklappbildschirm ich wollte es auf. gerade sagen. Ja, mach Ja. mal. Ja, zwar gibt es eine Ursendung am 4. Mai um 0:05 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Audioartiges The Speaker heißt das Ganze, ist von Pan Dajing, Valerie Tricoli und Werner Dafeldecker. Die haben das Ganze auch inszeniert und ja, wie gesagt, erstmals zu hören am 4. Mai. Dann um 19:04 Uhr am 4. Mai etwas zum Downloaden. Ein WDR-Hörspiel aus 2009 von Erskine Childers. Das Rätsel der Sandbank. Genau, der allererste Spionage-Thriller der Literaturgeschichte Ach ist echt? das wohl, ja. Spielt im Jahr 1902, ist ein bisschen, ja, bisschen staubig, also von der Story her, das ist klar. Das hat man natürlich heute gerade in dem Metier doch schon viel gehört und da kann einem sowas nicht mehr großartig überraschen und schocken, aber ist es zumindest mal vom historischen Aspekt ein schönes Stück und ist auch eine solide Story und ist zumindest auch toll inszeniert. Dann ein sehr, sehr schönes Hörspiel gibt es um 20 Uhr im SRF1 zu hören am Freitag, nämlich Dunja Anassus, der Richtige, die MDR-Produktion aus 2016, die wir schon mal bejubelt haben und das gerne wieder tun. Hört euch das an. Ja, am 5. Mai um 14 Uhr gibt es bei Ö1 auch Karl Marx das Kapital nochmal zu hören. Um 19:05 Uhr startet bei WDR5 ein zweiteiliges Hörspiel Der silberne Klang von Monika Buschey. Ja, das war ein ganz nettes, nenne ich es jetzt mal, Kinder- und Jugendhörspiel über den Leo, der an seinem 11. Geburtstag eine Entdeckung macht. Nämlich, er schleicht sich quasi mehr oder minder in den Orchestergraben. Dort ist nämlich niemand da gerade. Es liegt nur eine Flöte da, die zu ihm spricht mehr oder minder und ihn auffordert, einen Ton zu spielen. Was er dann tut und schwuppdiwupp ist er in einer anderen Zeit und eben woanders hin transportiert, nämlich in die Zeit des Rattenfänger von Hameln. Und ja, ist ja klar, spielt natürlich auch eine Flöte eine wichtige Rolle. Leo weiß ja, was da passieren wird und er lernt dort ein junges Mädchen kennen, die Resi, und will sie halt retten. Man weiß ja, was passiert beim Rattenfänger von Hameln, ne? Die Kinder verschwinden im Berg. Ja, doch bevor er sie retten kann, geht er wieder quasi zurück. Und das bleibt halt nicht seine einzige Reise. Er will dann eben Flöte spielen lernen, tut dies dann auch und unternimmt dann eben noch eine andere Reise. Er landet dann auf jeden Fall wieder in einer anderen Zeit, nämlich bei Friedrich, Friedrich war es, glaube ich, am Hofe. Und der hat ja selber gerne Flöte gespielt, hat er keine Zähne mehr, deswegen war das alles ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall trifft er dort auf einen anderen Flötespieler und selbiger ist sein, ja, so ein bisschen verschollen geglaubter Vater. Und seine Mutter ist in der Gegenwart immer noch sehr sauer auf den Vater, weil der auf einmal weg war, abgehauen, bevor der kleine Leo geboren wurde. Und so wird da halt so eine Familiengeschichte so mit reingesponnen. Das Ganze aber wirklich sehr leichtgängig, würde ich es jetzt mal nennen, und gar nicht mal so schwerfällig. Und das macht das Ding tatsächlich hörenswert, abgesehen davon natürlich hier, weil Musik im Zentrum steht, das finde ich ja immer gut, da freue ich mich. Und so ist das, wie gesagt, ein nettes, flockiges, kurz, sehr wirklich sehr kurzweiliges Kinder- und Jugendhörspiel, ohne jetzt groß auf, ja, ohne jetzt groß Tiefgang oder sowas zu haben, sondern wirklich eher was Leichtgängiges. Und wer sowas mag, kann da gerne reinhören, wird garantiert nicht enttäuscht. Das war wirklich nett. Nicht ganz so nett fand ich ja die Feuerbringer, die Schlageroperette von Thomas Gardi. Die könnt ihr jedenfalls nochmal, weil es das Hörspiel des Monats ist, am Samstag, den 5. Mai, beim Deutschlandfunk um 20:05 Uhr hören. Reiner Quade. Ja, dann gibt es im NDR Info um 21:05 Uhr am Samstagabend die Schuld der anderen zu hören von Gila Lustiger, der Deutschlandradioproduktion aus 2016. Ja, habe ich vor einiger Zeit, also längerer Zeit gehört, also deswegen keine Details mehr, aber ich weiß, dass es verdammt gut war. Es war ein ziemlich packender Thriller, also ich werde mir den auch nochmal aufnotieren, den höre ich mir nochmal gerne an und wäre vielleicht mal eine Empfehlung für die, die einen guten Krimi suchen. Ich habe den als ziemlich gut in Erinnerung. Jo, dann zum Sonntag. Früh morgens 8:05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur gibt es ein Hörspiel von Jenny Reinhardt aus 2009. Hallo Mama, bist du da? Regie Judith Lorenz. Da geht es um Genoveva, die aber nur Fefe genannt wird.
die in einer Patchwork-Familie lebt. Das heißt, ihr Papa hat eine Frau geheiratet aus Polen, die einen Sohn mit in die Familie gebracht hat, und so leben die Viere fröhlich zusammen. Nur dass ihr Bruder dunkle Hautfarbe hat, was eben zu ja, Rassismus quasi in der, es sind Kinder. Kinder sind grausam, eben auch führt. Und Fefe ist halt da sehr, sehr robust und verteidigt ihren Bruder. Dann hat die Fefe auch noch eine Freundin, die Nate, die nicht so dolle in der Schule ist. Vor allem, was das, ja, was die Grammatik und Rechtschreibung anbelangt, eine ziemliche Katastrophe ist. Also es hat so ein paar schöne Sprenkel quasi und ist sehr, sehr bunt. Und es wird noch bunter, denn Stefan Kaminski spielt den Kater Senior. Und der Senior ist halt in die Familie gekommen, weil Fefe ihn quasi mehr oder minder gerettet hat, wofür er immer noch ultra dankbar ist. Und Senior hat halt so einen spanischen Akzent und spricht halt. Und es ist halt wieder fantastisch. Stefan Kaminski schafft es wirklich, diesem Kater sprechen zu lassen und halb, also dass man halb denkt, er ist ein Kater und halb denkt, ja, der kann ja sprechen. Also die, auch die Oder Familien, herstellen. die Familienmitglieder sagen auch manchmal, also manchmal könntest du denken, der redet tatsächlich. Während der Senior halt durch die Gegend schnurrt und da so ein bisschen vor sich hin spricht. Ist natürlich hier schon so ein bisschen an Shrek angelehnt, aber fand ich eine sehr lustige Facette, weil tatsächlich Senior auch irgendwie so im Zentrum dieser Geschichte steht, obwohl er eigentlich nicht im Zentrum steht. Klingt komisch, aber irgendwie kreist das immer um diese Katze, die halt überall mit dabei ist. Ja, und dann geht es aber eigentlich um Fefes leibliche Mutter. Denn Fefe bekommt irgendwann mal mit, dass ihr Papa immer mal Post bekommt vom Sozialamt und das irgendwie merkwürdig ist und da immer was von ihrer Mutter irgendwie so drinsteht. Und irgendwann mal schnappt sie auf, dass ihre Mutter tatsächlich in der näheren Umgebung wohnt. Und ja, sie findet es halt komisch, dass ihr Papa das irgendwie vor ihr verheimlicht. Das hat aber tatsächlich einen ziemlich triftigen Grund. Ja, viel mehr will ich, glaube ich, tatsächlich nie verraten. Außer dass es am Ende eine sehr, sehr interessante Wendung nimmt, die ich nicht erwartet habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass das, oh, da verrate ich jetzt zu viel, wenn ich das sage, dass das so eine, so, dass das so geglättet wird alles. Das wird es aber tatsächlich nicht. Und das rechne ich dem Stück ganz, ganz hoch an. Das macht das wirklich sehr, sehr rund und zu einem sehr, finde ich, nicht nur guten, sondern tatsächlich dann zu einem sehr guten Jugendhörspiel, das man sich, finde ich, unbedingt gönnen sollte. Denn das ist wirklich, also gerade was das Ende anbelangt und auch die Hauptfigur ist super besetzt und Stefan Kaminski ist allein schon den Eintritt wert, finde ich. Also hört euch das an, wirklich ein sehr schönes Stück von Jenny Reinhardt. Um 8:05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur gibt es das am Sonntag zu hören. Okay, dann hätte ich auch noch eine Empfehlung. Und zwar am Sonntag, den 6. Mai um 14:04 Uhr bei HR2 gibt es das Hörspiel Der Mann gegenüber zu hören. Ein Stück nach Cornel Woolrich. Und das hat Norbert Jochum bearbeitet und Alfred Behrens hat Regie geführt 1993. Das ist nach der Vorlage, beziehungsweise die Vorlage ist die, nach der auch Alfred Hitchcock das Fenster zu Hof geschrieben hat, beziehungsweise inszeniert hat. Jetzt bin ich nicht der große Hitchcock-Gucker, also ich kenne von Hitchcock tatsächlich sehr, sehr wenig. Da bist Ernsthaft? du ja eher da im Thema. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, das Fenster zum Hof, glaube ich, habe ich nie gesehen. Zumindest glaube ich nicht ganz, also auch Oh, nicht das bewusst. musst du unbedingt mal machen. Das ist sehr, sehr lohnenswert tatsächlich. Heute Wie noch. Das ist ist denn grandios. der Film? Ist der Das auch. ist nämlich das Spannende an dem Ding. Und zwar habe ich, nachdem ich es gehört habe, nochmal kurz in den Film reingeguckt. Okay. Und dann habe ich mir die Kurzgeschichte angeguckt. Die sind irgendwie 24 Seiten tatsächlich. Die Kurzgeschichte, auf dem das Ganze basiert. Und das ist alles sehr merkwürdig, denn wie dieses Stück erzählt wird, ist komplett kontrovers quasi zum Das Fenster zum Hof, wirklich. hab ich mir nämlich gedacht. Ich, Ja. also ich, wie gesagt, ich habe Fenster zum Hof nicht bewusst im Ohr, aber zumindest so Versatzstücke oder hat man jetzt irgendwie zusammengereimt, dass das doch tatsächlich ganz Ja. anders war. Also Und das dass zwar ist die halt. Grundidee dahinter klar ist, er guckt aus dem Fenster und sieht, also beziehungsweise vermutet ein Verbrechen. Und das ist Das ist halt ja hier. sensationell bearbeitet, wenn du das dann im Hinterkopf hast, wirklich. Ich finde das hier so toll gemacht, dass es hier um In Echtzeit auch eine noch, ganz ja. eigenwillige Story geht. Also es wird ein Mann befragt, der sich als, ja, er präsentiert sich als Zeuge, aber das Problem ist, dass unter seinem Fenster ein Toter liegt und er behauptet, ja, der Mann kam rein und wollte mich umbringen und ist dabei irgendwie aus dem Fenster gefallen.
Und er lässt auch nicht so richtig mit der Sprache raus, aus dramaturgischen Gründen und auch weil ihm erst die Fragerei anscheinend nicht so passt. Man muss ihm so alles so ein bisschen aus der Nase ziehen und er verkündet dann also, dass dieser Mann gegenüber wohnt und seine Frau umgebracht hat. Er hat es zwar nicht gesehen, aber er kann sich das erklären und dann beginnt halt in diesem Gespräch, entwickelt sich dann so nach und nach, wie er dann dazu kommt, dass er den für einen Mörder hält und wie es dazu kam, dass der dann bei ihm in der Wohnung war. Und das fand ich wirklich sensationell gestrickt. Ein schönes, total interessantes Kammerspiel. Und ja, also wie du, wenn du sagst, das Fenster zum Hof ist tatsächlich anders, dann guckt euch das, hört euch das nochmal an. Habt ihr auf jeden Fall eine andere Story. Das ist schon mal Da sieht man viel wieder, wert. was Bearbeitung aus dem Stoff rausholen Ja. kann, wenn man es wirklich ins Hörspiel überträgt und wirklich die Eigenheiten des Hörspiels auch rauskitzelt einfach. Das ist toll, weil das als Hörspiel hätte das Original überhaupt nicht funktioniert, weil Eben, er immer ja. nur aus dem Fenster gucken beobachtet. Das ist einfach komplett visuell einfach, Ja. der Film. Der vertraut wirklich komplett dem voyeuristischen und dem visuellen. Und man hört ja auch nicht, was quasi gegenüber, wo er mit dem Fernglas hinguckt, was da passiert. Man hört das einfach nicht. Und so musste das halt komplett anders transferiert werden. Und das hat Norbert Jochum wirklich großartig umgeschrieben. Hammer. Ja, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Hörspiel. Ihr müsstet dann am Radio sitzen oder euch das irgendwie programmieren, weil HR2 hat halt keine Nachhörmöglichkeit, keine Downloadmöglichkeit. Also das ist dann einmal ausgestrahlt und vorbei. Dann kommen wir zu einer Ursendung. Am Sonntag um 15:05 Uhr im BR2 gibt es Die Astronautin von Thomas von Steinecker zu hören. Co-Produktion von BR und WDR am Regiepult Bernadette Sonnenbichler und die Musik ist von Grüße Philipp Stegers. Ach ja, guck. Ja, dann zum Mundart-Hörspiel bei SWR 4, was ja jetzt seit einigen Monaten sonntagsabends statt samstagsabends kommt. Und da gibt es ein Hörspiel von Jochen Schimmang aus dem Jahr 2010, was ihr auch noch eine Woche lang dann nachhören könnt. Es geht um Hans Baumann, der war Finanzbeamter, hat dann irgendwann das Finanzamt angezündet. Und ja, jetzt ist er weg und ja, seine Mitarbeiter, also seine Kollegen, seine Chefs, seine Familie, die werden dazu befragt, wie es dazu kommen konnte, dass der das Finanzamt anzündet. Und aus diesen Gesprächen entsteht dann langsam so ein Bild von einer Figur und erklärt sich auch die Handlungsweise, weil das wird am Anfang, ist das ein totales Fragezeichen, das passt, scheint überhaupt nicht ins Bild zu passen, aber je mehr man über diesen Hans Baumann kennenlernt, desto runder wird das Ganze. Und es ist schön gezeichnet, ein interessantes Stück, es ist ein bisschen drastisch am Aufhänger, ist vielleicht jetzt nicht so das Alltägliche und aber wie gesagt, es wird rund am Ende und habe ich gerne gehört und fand ich interessant in der Darstellung. Ja, das Format fand ich auch wirklich spannend. Da habe ich Ja. am Anfang gedacht, oh nee, das ist ja gar kein richtiges Hörspiel. Aber das wird tatsächlich. Das Und das wird, nimmt dann ja, wirklich Fahrt das wird. auf, ja. Diese Interviews, auf denen das Ganze quasi basiert. Wirklich toll. Ja, die Hauptfigur, die man nie hört selbst und Ja. trotzdem dann später ein Bild davon hat, ja. Dann gibt es eine Ursendung am Montagsabend-Krimi-Termin. Und zwar 21:30 Uhr, Deutschlandfunk Kultur, gibt es das Hörspiel Illegal von Max Annas zu hören. Eine Deutschlandfunk-Kulturproduktion. Ja, dann ein Krimi. Ebenfalls, wir springen zum Mittwoch, 9. Mai, 20:05 Uhr, Bayern 2. Da gibt es wieder einen klassischen Krimi aus den Archiven, diesmal des Bayerischen Rundfunks selbst aus dem Jahr 1975. Rondo Mortale, ein Hörspiel von Herbert Rosendorfer. Und Herbert Rosendorfer ist ja, wenn man ihn kennt, jetzt also für Krimis jetzt im Speziellen nicht, also schon wildert er in dem Genre, aber er erzählt immer Stories, die eigentlich den Fokus bzw. das Hauptinteresse nicht im Krimi-Genre haben. So ist es auch hier. Es kommt ein Mann von einer Reise zurück, wird von seiner Frau am Bahnhof abgeholt und da fällt ihm ein, ach, er hat sein Buch, was er gerade angefangen hat zu lesen, im Zug liegen lassen. Und jetzt weiß er nicht, wie es ausgeht. Und das war, er kann sich auch an den Titel nicht erinnern. Das war halt so ein Ramschäftchen, was irgendwo in so einer Wühlkiste lag. Aber es war total spannend. Er versucht jetzt, sich die Story wieder ins Gedächtnis zu rufen und spinnt dann gemeinsam mit seiner Frau die Story weiter. Und aus diesem Weiterspinnen, ja, das greift dann in sein reales Leben über. Und das macht das Stück tatsächlich interessant. Es ist dann zum Teil ein bisschen surreal. Es ist dann auch nicht wirklich, Logisch. ja, nicht logisch. Es erklärt sich nicht und es ist vor allen Dingen dann auch nicht der Krimi schlechthin, wie man es normalerweise erwartet. Also die Freunde von Soko Wismar und Soko Leipzig werden wahrscheinlich hier sich
sagen, was ist das denn? Und damit haben sie wahrscheinlich auch nicht Unrecht, aber ich fand es von der Idee her eigentlich total witzig und interessant. Und ja, Rosendorfer ist halt immer ein bisschen speziell. Der hat immer so schöne kleine Details drin. Ich habe den früher verschlungen und fand das immer großartig, was er geschrieben hat. Also diese Story mit diesem Souvenirladen an der Berliner Mauer, wenn man das mal gelesen hat, sollte man mal tun. Also kann man sich gerne gönnen, aber man sollte keinen straighten Krimi erwarten. Ja, aber allein der Idee wegen fand ich das auch lohnenswert tatsächlich. Dann um 21:05 Uhr am Mittwochabend im NDR 90.3 gibt es Polizeiwachmeister Schreck sin letzten Versuch mit de Freundlichkeit oder nur ist mal Gott mit de Faxen von Ja. Hugo Rendler. RB, Koproduktion mit dem NDR und ja, Eigenproduktion aus 2002. Ja, habe ich gehört und es hat mich etwas ratlos zurückgelassen. Okay. Ich vermute mal, dass ich aufgrund irgendwelchen niederdeutschen Wendungen, die ich dann nur am Rande mitbekommen habe und nicht einsortieren konnte, vielleicht den Gag dieses Hörspiels verpasst habe. Weil ich weiß nicht, ich kann mir nicht erklären, was das sollte. Also es ist eine Verhörsituation. Also ein Polizist kommt zu einer Frau und erzählt ihr, ja, sie müsse sich jetzt darauf vorbereiten, mit ihrem Sohn wäre irgendwas und sie müsse jetzt mit ihm darüber reden. Aber er lässt nie richtig raus, was jetzt da passiert ist und was es geht und empfiehlt ihm, den Anwalt zu kontaktieren, weil ein Anwalt bräuchte sie ja. Und dann wandelt das sich hin und her und dreht sich ständig im Kreis und nie wird irgendwas konkret. Also wie gesagt, es mag vielleicht dem geschuldet sein, dass ich akustisch da nicht alles verstanden habe. Aber ganz ehrlich, also ich habe das Hörspiel nicht verstanden. Okay. Also trotz drei oder vier Anläufen, ich habe gedacht, das muss ja irgendwie, kann ja nicht so schlimm sein, aber das war mir, nee, also fand ich nicht so prickelnd, weil es nicht bei mir gezündet hat. Vielleicht ja bei euch, wer weiß. Naja, dann am Donnerstag geht die große Warringham-Saga weiter. 10. Mai, da gibt's die Folge 9, das Spiel der Könige, den dritten Teil Julian und der Titel ist noch nicht bekannt. Bei Audible. Von Rebecca Gablé natürlich. Ja, 10. Mai ist auch in einigen Bundesländern, wahrscheinlich in fast allen, oder? Da gibt's eins, wo Christi Himmelfahrt kein Feiertag ist. Ich glaube, das ist einer der wenigen, wo auch mal die Schleswig-Holsteiner Oh. Feiertag haben. Ja, da gibt es nämlich um 8:05 Uhr dann auch bei Deutschlandfunk Kultur ein Kinderhörspiel und zwar Robinson Crusoe nach Daniel Defoe und in der Bearbeitung von Holger Teschke. Ein Hörspiel, das Teschke hat ja mehrere Kinder- und Jugendhörspiele genommen. Und die bearbeitet und trotz der großartigen Musik von Henrik Albrecht fand ich das Stück ziemlich bräsig und langweilig. Also da habe ich schon wesentlich bessere Hörspielklassiker, sage ich jetzt mal, aus den 70ern gehört, die teilweise viel einfacher waren, aber viel interessanter erzählt. Und hier, das war mit sprechenden Tieren und Gedöns und das war mir alles ein bisschen zu sehr drüber und fand ich, wurde der Geschichte nicht wirklich Der gerecht. Stoff ist doch auch Also, eher erwachsen, also. ja, ich weiß nicht, also ich habe als Kind auch Robinson Crusoe gehört in der ganz, ganz einfachen, ich glaube, das war die Märchenland-Version. Das war jetzt auch nicht speziell auf Kinder, also das war genauso gemacht, wie man es auch für Erwachsene gemacht hätte und das hat man als Kind auch gut hören können, ohne dass man da irgendwelche Affen im Hintergrund sprechen hat hören. Komisch. Also fand ich albern. Zitat Hörspieltipps.net. Ich zitiere, schade um die Gebühren. Zitat vernichten. Ja, es hätte nicht sein müssen. Ja, Naja. es kann halt mal passieren, wenn Erwachsene für Kinder produzieren, das kann auch mal schnell in die Hose gehen. Ja. Dann ein Fall, wo das vielleicht nicht passiert, ist ein Live-Hörspiel, das es geben wird um 14:05 Uhr am Donnerstag bei SWR 2, nämlich sogar ein Live-Jazz-Hörspiel, das ist eine Ursendung, nämlich das Dschungelbuch von Rudyard Kipling, da ist er wieder, die Koproduktion von SWR und dem Theaterhaus Stuttgart. Na, da sind wir doch mal gespannt, ein Live-Jazz-Hörspiel, ob da dann die Affen von Saxophonen gesprochen werden. Ich hoffe nicht. Tja, Mal hören. ja, gut, mal gucken, wie das wird. Ja, das ist im Dschungelbuch, lasst mir das schon eher gefallen. Irgendwie ist das ja auch, da spielen die Tiere ja auch direkt eine Rolle, eine wichtige Rolle. Übrigens, wenn euch mal, also wenn ihr euch bisher gescheut habt, diesen aktuellsten aller Dschungelbuch-Verfilmungen anzugucken, guckt euch den an, der ist erstaunlich gut. Da war ich ja
ziemlich geplättet, weil ich gedacht habe, das ist der letzte Schrott, aber der ist tatsächlich gut, diese Realverfilmung. Sagt dir das was? Also da. Ich bin gerade, ich meine, ich bin ja eh nicht so der Filmmensch, aber da habe ich auch nichts von mitgekriegt. Es gibt eine Realverfilmung, ein Das ist Dschungelbuch. vor 1,5, 2 Jahren oder so, kam der, Echt? glaube ich, raus. Hackenaufwendig, weil eben alles, ja, so halb digital, aber das sieht super aus, das ist der Hammer. Und das Okay. ist richtig gut, das ist wirklich eine richtig gute Verfilmung. Sehr, sehr geerdet und sehr abenteuerlich, wie Dschungelbuch sein sollte. Nicht so die Disney-Schiene, sondern tatsächlich sehr, ja, wirklich Abenteuer in den Vordergrund gerückt. Das war richtig gut. Okay. Da war ich echt überrascht. Ich dachte, was ist das Es denn? wird dann auch Guck an. vermutlich wenig gesungen. Ja. Gut. Wird's. Ja, noch ein Hörspiel für jüngere Ohren und zwar die Wiederholung, beziehungsweise jetzt die Erstsendung beim NDR. Die Feuerrote Friederike könnt ihr bei NDR Info am 10. Mai um 14:05 Uhr nochmal hören. Dann noch ein sehr gutes Kinder- und Jugendhörspiel. Also der Monat ist wirklich vollgestopft damit. Am Donnerstag um 19:05 Uhr im WDR 5 gibt's Ava und die Verschwörung der Stinkstiefel von Jörg-Peter von Klarenau. Die NDR-Produktion aus 2017 am Regiepult Hans-Helge Ott. Ja, da geht es um die Ava, die in eine neue, naja, Stadt, eher so auf dem Land gezogen ist und irgendwas mieft dort. Das ist nicht nur der normale Landduft, sondern irgendwie ist das schlimmer als normaler Landduft. Und das hat einen ziemlich triftigen Grund. Erstmal ist es für Ava immer problematisch, denn das war nicht der erste Ortswechsel, den sie mit ihrer Mutter hinter sich hat. Nein, das passiert tatsächlich öfter. Und ja, bisher hatte sie eigentlich immer keine Probleme, irgendwie Fuß zu fassen, aber irgendwie ist das schwierig hier in der Provinz. Zum Beispiel ihr Sitznachbar, wo sie in der Schule hingefrachtet wird, das ist so ein Stinkstiefel tatsächlich. Und diese Stinkstiefel, die gibt es wirklich, die haben sich zusammengerottet und das ist so eine Art Mini-AfD, die im Internet so eine Art Vlog haben und einfach über alles herziehen, was ihnen so einfach die maulen in einer Tour und wer nicht mitmault, der ist kein Stinkstiefel. Ja, es gibt da diese Stinkstiefel, aber es gibt natürlich auch positive Sachen und zwar Ava. Ava macht nämlich selber so eine Art, was heißt so eine Art, die macht selber einen Podcast. Sehr, sehr cool, das ist eine gute Idee. Und zwar hat sie so eine Art virtuellen Dschungel. Das heißt, sie stellt quasi jeden Montag, glaube ich, wöchentlich, genau kommt das, stellt sie neue Tiere vor, die ihren Zoo, ja, bevölkern. Und zwar schicken ihr Kinder von der ganzen Welt quasi Aufnahmen von Tieren, die dann in ihrem Zoo landen. Und so hat sie halt ein Riesensammelsurium an Audiofiles von Tieren. Und dann macht sie immer noch so eine Art Rätsel aus diesen Tierstimmen. Also Knaller, fand ich eine sehr geile Idee. Also so rein als Podcast, eine ziemlich coole Idee. Das ist dementsprechend auch erfolgreich und so zieht Ava dann auch die Sympathien einiger Mitschüler, Mitschülerinnen auf sich und ja, sie gehen dieser Verschwörung nach, denn es gibt nicht nur diese Stinkstiefel, es gibt auch so eine erwachsene Fraktion, die so eine Art Wutbürger sind, also es kommt alles so ein bisschen bekannt vor. Und nicht nur das, sondern es ist auch eine Verschwörung im Gange, denn mit dieser Luftverschmutzung, das hat irgendwas auf sich. Was es damit auf sich hat, ist wirklich aberwitzig. Es steckt nämlich eine wirklich aberwitzige Geschäftsidee dahinter, aber naja. Es so weit weg ist es tatsächlich gar nicht, denn die Leute machen aus jedem Scheiß Geld. Im Ich wahrsten Sinne glaube, des das Wortes. sagt mir was. Ich glaube, das habe ich doch schon mal gehört. Hast du doch schon mal gehört? Ich Ja, fand jetzt wurde das. das mit der Geschäftsidee und ich vermute mal, es geht da um Luft, ja? Es geht da um Luft, genau. Ja, okay, ja, dann kenne ich es tatsächlich, ja. Ja, ich fand das sehr, sehr cool. Ein richtig cooles Kinder- und Jugendhörspiel, das sehr viel Spaß gemacht hat, temporeich ist. So gehört sich das, so macht das Spaß. Solltet ihr einschalten, das dürft ihr nicht verpassen. Fand ich richtig gut. Vor allem natürlich der aktuelle Bezug so ein bisschen mit diesen Stinkstiefeln. Ja, dann springen wir wieder in den Handel. Am 11. Mai gibt es auch Neues zu kaufen. Unter anderem gibt es wieder drei Folgen von Captain Blitz. Und zwar die 13, die schwarze Hand, die 14, das Gespenst in der Kommode und die 15, ein Trainer sieht rot. Sofort die Titelmelodie im Kopf. Ja. Dann Oh. gibt es auch einen Fall der neuen, also der neuen Fall so um der drei Fragezeichen. Die 193 Schrecken aus der Tiefe. Ich hoffe, dass diese Folge Ich nicht würde in Asien wetten, spielt. dass du besser bist. Ich hoffe doch auch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich, also ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass wir es schlechter machen können. Mal gucken. Ja, never weiß, ja.
Vielleicht spielt es in der chinesischen Südsee. Naja. Ja, auch einen neuen Fall für Sherlock Holmes gibt es. Und zwar einen tatsächlich titelmäßigen neuen Fall. Und zwar die 37 Schatten der Vergangenheit bei der Romantruhe. Ja. Dann wieder zum Radio am Freitag. Um 19.04 Uhr gibt es im WDR 3 das Hörspiel Bitterlieb von Bernhard Pflechinger zu hören. Eine WDR-Produktion aus 2010. Ja, die ich euch auch ans Herz legen würde, nicht würde, sondern möchte, weil es tatsächlich ein sehr spannender Krimi ist, der etwas poetisch daherkommt, wie der Titel schon vermuten ließ, Bitterlieb nach dem Gedicht von Hans Sachs. Da geht es auch drum in diesem Stück, was um mehrere mysteriöse Todesfälle geht. Die Tochter eines Mannes, ja, die Tochter eines Mannes, ja, klar, was denn auch sonst, die stirbt jedenfalls und der Mann erschlägt auch seine Frau und alles scheint da irgendwie mit zusammenzuhängen, aber irgendwie gibt es auch keine richtige Aufklärung, weil der Mann auch zu allem schweigt. Dieser Fall wird jetzt neu aufgerollt oder soll neu aufgerollt werden und dabei, ja, tritt Erstaunliches zutage und zeigt deutlich, dass da mehr dahinter steckt, als es auf den ersten Blick schien. Und ja, was es damit auf sich hat, das mögt ihr doch bitte selbst hören. Ich fand ihn wirklich richtig gut und mir hat er sehr, sehr gut gefallen. War immer wieder was ganz anderes und eine schöne Note. Ja, und ihr könnt das beim WDR hören am 11. Mai um 19.04 Uhr. Ist notiert. Dann gibt es eine Ursendung im SRF1 am Freitag um 20 Uhr und das ist quasi der zweite Teil eines Hörspiels von Rebecca C. Schnüter. Die Über im Tal war ihr erstes Hörspiel und jetzt gibt es quasi die Fortsetzung der Geschichte Düne am Meer, eine SRF-Produktion. Ja, eine Ursendung gibt es auch am 11. Mai um 21.05 Uhr bei Bayern 2. Die könnt ihr auch downloaden. Das Stück heißt Anna, ist von Sebastian Kunas und Norbert Lang. Dann ein großartiges Hörspiel, Offenbarung 23 in Gut, denn Kaiser von Dallas gibt es mal wieder zu hören. Die Wahrheit über den Mord an JF Kennedy und zwar am Freitag um 22.04 Uhr im RBB Kulturradio. Ihr könnt das auch im Anschluss noch nachhören. Tolle Geschichte von Christian Blees, RBB-Koproduktion mit dem WDR. Das gab es auch auf CD bei Audiobuch am Regiepult Regine Ahrem. Ganz tolles Stück. Ja, hatten wir euch schon mehrfach vorgestellt und bejubelt und gerne wieder. Ja, dann auch wieder ein interessantes Hörspiel gibt es am Sonntag, den 13. Mai um 15.05 Uhr bei Bayern 2, beziehungsweise geht in der Wiederholung dann am 14. Mai um 20.03 Uhr. Ein deutscher Fall, ein Hörspiel von Caroline Labusch. Darin geht es um ein Ereignis, was kurz vor der Wende stattfand, und zwar eine Flucht in Berlin. Ein Mann hat sich mit einem ja selbstgebauten Ballon über die Grenze, ja, mir fehlt ein Verb, also er ist auf jeden Fall über die Grenze geflogen und ist allerdings jetzt tot, weil er ist auf der anderen Seite verunglückt. Der Ballon hängt irgendwo im Baum und er liegt unten und ist tot. Und jetzt versucht man zu ergründen, wie es dazu gekommen sein könnte. Und damals gab es halt, war halt eben noch die Teilung da und es gab Ermittlungen in Ost und West. Ja, in diesem Hörspiel wird das Ganze versucht aufzuarbeiten und auch die Lebensgeschichte dieses Mannes als Erklärung, ja, beziehungsweise als Möglichkeit der Erklärung des Ganzen, ja, beigebunden. Das hat so einen leichten Feature-Charakter, weil das auch als solches dargestellt ist. Also es ist eher, wirkt eher wie so eine Reportage. Und Sag mal, das ist aber gespielt, oder? Weil das ja, es wirklich ist sehr, gespielt, sehr ja. echt klingt. Vor allem Ja. am Ende, als mit der Frau geredet wird. Ja, ich weiß nicht, ob das, es kann natürlich sein, dass da ein tatsächlicher Fall dahinter ist, aber das sind also alles Schauspieler, Okay. die man dort hört, ja. Aber ich fand das total interessant. Ja, Also ich ich fand das auch. wirklich total spannend und auch die Idee, das so aufzugreifen und dann so diese Ermittlungen im Osten, die eine ganz andere Zielrichtung haben wie die im Westen und das Ganze dann, wenn man das überlegt, das ist 6 Monate bevor die Mauer gefallen ist, ist schon stark. Ultra tragisch, Also. ja. Und spannend fand ich auch an den Stellen, wo spekuliert wird, dass das dann auch ausgesponnen wird, aber wo deutlich gemacht wird, dass das jetzt spekulativ ist. Ja, und vor allen Dingen auch gut, dass man so verschiedene Versionen dann hat. Ja, genau. Das fand ich auch Also gut, ja. toll, schöne Idee. Ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, dann im SR2 gibt es am Sonntag um 17.04 Uhr ein Hörspiel des Rundfunks der DDR, eine Geschichte von Guy de Maupassant, nämlich Die Strafe.
oder nach ihm, sehr frei nach ihm. Und zwar geht es dort um ein kleines Fürstentum, Mona Possa. In diesem Fürstentum passiert nichts. Da ist tote Hose. Aber irgendwann passiert dann doch mal was und das führt zu sehr ulkigen Verwicklungen. Und zwar geschieht ein Mord. Und dieser Mord ist relativ fix aufgeklärt, denn der Mörder ist geständig und soll jetzt eben bestraft werden. Aber ja, die Justiz hat es halt noch nie mit so einem Fall zu tun gehabt. Und jetzt wird halt geguckt, was machen wir denn nun? Sollen wir jetzt, was sollen wir denn mit dem machen? Wir könnten den jetzt quasi hinrichten oder begnadigen, außer Landes weisen. Also alles ist ein bisschen schwierig. Also ja, dieser Fall sorgt halt schwerst für Unruhe in diesem beschaulichen Örtchen, wo auch eben die dort angestellten Beamten, die sehr ulkig dargestellt sind und sehr satirisch überzogen dargestellt werden, auch deren Frauen, die dahinter sind. Das ist wirklich sehr, sehr humorig und führt halt zu aberwitzigen Verwicklungen und wie dann mit diesem Gefangenen umgegangen wird, wie dieser Gefangene dann auch auf sein Recht der Bestrafung beharrt, was das Ganze völlig irgendwie auf den Kopf stellt, gefühlt, aber trotzdem irgendwie nachvollziehbar macht, ist halt wirklich so eine schöne Gerichtssatire, aber halt auch gleichzeitig irgendwie Gesellschaftssatire, die den Adel so ein bisschen aufs Korn nimmt und ja, dieses ganze Fürstentum ist halt wirklich sehr ulkig dargestellt und das hat mir sehr gut gefallen, eine Polit-Satire letztlich, die wirklich ja sehr leicht daherkommt, sehr albern ist tatsächlich, aber wirklich schön spitz und wie sich so eine Satire einfach gehört. Ja, auch dieses ja, es ist, man merkt schon, es ist aus der DDR und hat, ja, hat so einen Blick auf den Westen, dem man so sagt, naja, das muss ich alles rechnen und ist ja dann bezeichnet, dass die Todesstrafe nicht durchgeführt wird, weil es zu teuer ist. Ja, natürlich. Das ist dann. Da müssen ja die Gerätschaften angebracht werden. Das geht ja nicht. Ja, oder die Gefängnisbewachung kostet dann so viel und ja, das ist dann alles so. Am geilsten fand ich dann, als der Gefangene sich über die Damen den Damenbesuch beschwert hat. Ja. Da wird es dann richtig lustig. Das ist echt geil. Apropos Damenbesuch, am 14. Mai um 21.30 Uhr gibt es bei Deutschlandfunk Kultur einen Krimi, auch ein älteres Stück, eine Produktion des SDR aus dem Jahr 1971 nach Francis Didelot. Das Stück, in dem drei ältere Damen die Hauptrolle spielen, die bekommen Besuch von einer etwas jüngeren Dame und im Laufe des Besuches kommt so der Verdacht auf, dass die drei älteren Damen ihre Ehemänner um die Ecke gebracht haben, weil die Ehemänner sich im Laufe der Zeit eben sehr negativ entwickelt haben. Und die jüngere Dame, die erst noch ganz zufrieden ist mit ihrem Mann, stellt dann auch schnell fest, oh, auch mein Mann hat plötzlich so Ecken und Kanten, die ihr nicht so gefallen. Und ja, und schon nimmt das ganze Unglück seinen Lauf. Und es ist immer so eine schöne Ebene, dass also immer diese drei Morde im Hintergrund sind, wo man nie ganz sicher ist, was ist da tatsächlich dran? Ist das tatsächlich so oder machen die sich da nur interessant mit? Das fand ich dann tatsächlich einen interessanten Krimi, der vielleicht nicht so der beste Archivkrimi ist, den man vielleicht da rausziehen konnte, aber schöne Facetten hat und vor allen Dingen lebt von diesen drei sehr schrulligen alten Damen, die sich da gegenseitig bezänken. Ja, solltet ihr hören, wenn ihr gute alte Krimis mögt. Fand ich auch schön. Also vor allem diesen Kniff, dass man eigentlich sofort weiß, okay, die haben die Männer umgebracht und ja, wie dann eben damit gespielt wird. Ja. Und in welche Richtung das dann geht. Das ist wirklich schön. Dann macht's Diddlen und der Radiotatort ist da. Im BR2 geht's natürlich wie immer los. 20.05 Uhr am Mittwoch, den 16. Mai. Dort gibt's die Ursendung von der 122 auf die Fresse. Auf die Fresse. Von Thilo Reffert. Ja, es geht wieder gen Osten. Und zwar geht es diesmal um Fußball. Ich hoffe, es wird kein Fußball spielen. Ich glaube aber nicht. Ja, vielleicht im besseren Sinne. Ja. Also es wird nicht so sein, dass der alte Kommissar dann nochmal sich die Stollen anschnallen muss. Ich hoffe nicht. Ich glaube, das wird man zu vermeiden wissen bei Thilo Reffert. Ja, 17. Mai, SWR 2, um 22.03 Uhr gibt es eine Ursendung. Und zwar die ersten drei Teile von Wheel of Israel.
von Noam Brosilowski und Ofer Waldmann. Dann gibt es einen unserer Lieblinge um 23 Uhr am Donnerstagabend auf 1 Live gibt es den Eifelgeist von Martin Heindl nochmal zu hören. Die herrliche WDR-Produktion aus 2013. Herrlich im Sinne von herrlich schräg. Also Leute, die so auf Twin Peaks zum Beispiel stehen, werden von dem Ding begeistert sein. Versprochen. Coole Nummer, ja. Ja, dann ab in den Handel und hin zu drei neuen Folgen oder wieder neuen Folgen von Captain Blitz und seinen Freunden. Die Folge 16 erscheint, Blühende Diamanten, die 17, Gift im schönen Eichenwald und die Meine Folge 18, Die roten Teufel. Gift im schönen Eichenwald war meine erste Folge. Also Echt? sehr, sehr früh, ja. Dann die drei Ausrufezeichen. Mit der Folge 55 Wildpferd in Gefahr gibt es bei Europa, genauso wie die drei Fragezeichen Kids, die 64 in der Schatzhöhle. Ja, und eine neue Folge von Morgan und Bailey gibt's auch. Die Folge 14, Adel verpflichtet bei Contendo Media. Dann geht's los mit Paul Pepper am Freitag, den 18. Mai, bringt All Ears, die Bellaphon-Hörspiele aus 1984 wieder zurück. Bei Maritim ist das Ganze ja nochmal aufgelegt worden und jetzt eben, wie gesagt, Ja, digital. aber nur zum Teil. Stimmt, nur die Ich glaube, da ersten Vierer gab es oder noch vier Fünfer. Folgen oder so. Eins, zwei und dann hinten irgendwelche Ja. raus, die letzten zwei. Die Schweine bei eBay verlangen mal so viel Geld von dir, alten Frau. Ja. Und ich hab nicht alle. Ich habe, glaube ich, bis Folge 6 oder so. Und dann sind die ja, die sind nicht erschwinglich. Du hast keine Chance, an die Dinger ranzukommen. Ja, jetzt ja. Wenn jemand, ja, aber ich Ja, ist möchte ja klar. trotzdem irgendwann mal die Kassette haben. Wenn jemand seine Kassette loswerden will, ja. Ich glaube wirklich ab Folge 6 ist es, glaube ich. Aber dann erscheinen eben, wie gesagt, am 18. Mai die ersten beiden. Paul Pepper und die tickende Bombe und Paul Pepper und das schleichende Gift. Großartige Hörspiele, die sehr, sehr, sehr viel Spaß machen, obwohl ich es vielleicht auch nochmal gegenhören sollte, bevor ich so solche Aussagen treffe. Aber ich weiß noch, ich fand die alle Ich fand die auch super. super, ja. Die sind so, die sind wirklich schön 80er. Also gerade das schleichende Gift, das ist also, ja, das kann man als Masterfolie für Kinderhörspiel der 80er nehmen. Ja, dann gibt es auch eine neue Folge der Sherlock Holmes Chronicles bei der Winterzeit, die fünf Orangenkerne, also wieder eine klassische Holmes-Folge. Dann um 21:05 Uhr springen wir wieder ins Radio am Freitag im BR2 eine Ursendung und zwar Perpetuum mobile nach Paul Scherbart. Das Ganze ist von Wittmann Zeitblom und eine BR-Produktion natürlich. Ja, um 22:04 Uhr gibt es dann bei RBB Kulturradio den ersten Teil von Im Westen nichts Neues nach Erich Maria Remarque, die Radio Bremen Produktion aus 2014, die seltsamerweise einzige Umsetzung dieses Stoffes im Hörspiel. Naja, also Teil 2 gibt es dann eine Woche später. Wenn ihr Gelegenheit habt, hört euch das an. Und dann kommen wir zum Umklapp. Im Deutschlandfunk gibt es ein Hörspiel in der Nacht von Freitag auf Samstag, 0:05 Uhr, nämlich von Pierre Boulez und Raymond Nakejacq, eine SWF-Produktion aus 1984, Abschied von Lucienne, die ich gehört habe. Und zwar geht es um einen Mann, der in einem ja, Schnellzug tätig ist als Chefkoch. Und eine Frau hat, nämlich die Lucienne, die ja einen Immigrationshintergrund hat, in Algerien geboren wurde. Und ja, die Beziehung zu ihr ist quasi so ein bisschen eingeschlafen und zwar so eingeschlafen, dass er sich quasi mehr so in der Gegend herumtreibt, während sie zu Hause ist. Aber eines Tages wird er auf Arbeit angerufen und erfährt, dass seine Frau gegen einen Laternenpfahl gefahren ist und in ein Koma gefallen ist. Was ihm sehr merkwürdig vorkommt, weil seine Frau irgendwie mitten in der Nacht anscheinend mit dem Auto unterwegs war, warum sie unterwegs war und das ist alles sehr merkwürdig. Dann geht er dem Ganzen nach und bekommt eben heraus, dass seine Frau so eine Art was heißt so eine Art, genau ein Doppelleben geführt hat und in Paris eine Wohnung hatte und dort quasi eine andere Person war mit einem anderen Namen und ein anderes Leben geführt hat und ja, je mehr in dieses fremde Leben quasi hineindringt, umso faszinierter ist er von dieser Frau und ist alles auf jeden Fall sehr merkwürdig. Und ja, die Faszination speist sich halt vor allem daraus, dass er halt ja selber dieses eingefahrene Leben quasi vor sich hingelebt hat und ja, seine Frau anscheinend ja nicht, sondern bei diesem Doppelleben eben diverse Dinge ausleben konnte, nenne ich es jetzt mal. Das ist zwar alles recht interessant, also vor allem, wo dieses Doppelleben so nach und nach aufgedeckt wird, aber so richtig gepackt hat mich dieser, es ist ja eigentlich ein Krimi,
Das Ganze kriegt dann nämlich noch so einen Anstrich, was das Verbrecherische anbelangt. Ja, das mir aber irgendwie hat mich das nicht gekriegt. Das war mir alles ein bisschen zu merkwürdig, zu, ich weiß nicht, träge erzählt. Und ich weiß nicht, mich hat das irgendwie, ja, obwohl es, wenn man von außen drauf guckt, ist das eigentlich schon eine Es interessante klingt, Geschichte, klingt aber spannend, ja, interessant, ja. mich hat das irgendwie nicht wirklich gekriegt. Ich fand die Stimmung irgendwie komisch und ich weiß auch nicht. Ich kann es wirklich nicht konkret festmachen. Die Erzählweise war irgendwie merkwürdig. Wie gesagt, also ich kann es nicht konkret erklären, an was gelegen hat, aber mich hat das Ding nicht wirklich abgeholt. Aber entscheidet mal selber. Also das hat auch so einen kleinen Noir-Anstrich so ein bisschen gehabt und vielleicht lag es an dem. Irgendwie hat es mich nicht fesseln können tatsächlich. Okay. Ja, dann versuchen wir es lieber mal mit dem Kinderhörspiel. Und zwar am 20. Mai um 8:05 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur gibt es das Hörspiel Steppenwind und Adlervögel nochmal zu hören. Das Stück ist nach einem Kinderbuch von Xavier Laurent Petit und Mario Göffer hat das Ganze bearbeitet als Hörspiel. Und darin gehen wir in die Mongolei. Galchan ist nämlich da die Hauptfigur. Und die lebt in der Mongolei und muss zu ihrem Großvater ziehen. Und zwar lebt sie eigentlich in Ulaanbaatar, in der größten Stadt der Mongolei. Und ihr Großvater lebt auf dem Land und ist als, ja, Mongole, wie er so quasi in unserer Vorstellung wahr ist, lebt er halt in der Steppe, in einer Jurte. Und Galchan muss jetzt zu ihm hin und die findet das natürlich total blöde, dass sie da jetzt irgendwo in der wahrsten Sinne des Wortes in der Pampa sitzt. Und aber das Ganze nimmt erstaunliche Wendung an, weil auch ein Adler da eine Rolle spielt und für eine ganz besondere mystische Note sorgt, die dem Stück ja zu einem ganz, ganz besonderen Flair verhelfen. Das lebt also insbesondere von diesem mongolischen Flair, was ziemlich gut da eingebracht wird, ohne dass das zu dick aufgetragen wirkt. Wirkt schön exotisch, aber auch sehr glaubwürdig und sehr real. Die mystische Note, die es da natürlich dann kriegt, wo das Ganze dann ein bisschen von der realen Welt abhebt, die passt da ganz gut rein. Die wird auch gut betont und aber auch nicht so, dass es das ganze Hörspiel schreddern würde, sondern das passt wirklich alles ganz gut zusammen. Es ist ein bisschen wie, ich hatte es mal, wie hatte ich es mal genannt? Ich glaube, Heidi auf Mongolisch. Aber das ist nur die Grundstory. Das, was alles, das danach passiert mit dem Adler und dem Großvater und dem, das, es gibt dann doch ein sehr, sehr spannendes Abenteuer, was durchaus hörenswert ist. Und ja, wer es nicht kennt, hört euch das mal an. Es ist ein schöner, bunter Farbklecks im Kinderradio-Hörspiel. Oh, das klingt gut. Ja. Noch so ein gutes Mensch. Also wirklich der Mais bevölkert von guten Kinder- und Jugendhörspielen. Das stimmt, ja. Dann gibt es am 20. Mai noch ein Kinder- und Jugendhörspiel und zwar ein neues, eine Umsetzung einer Geschichte von Kirsten Boje. Um 14:05 Uhr gibt es das Ganze auf NDR Info am Sonntagnachmittag. Tabo, Detektiv und Gentleman, die Krokodilspur. Eine NDR-Produktion, Regie Janine Lüttmann und Bearbeitung Angela Geritz. Kennt man vielleicht noch von Singapur Sling? Pidax? Genau. Ja, bin gespannt. 17 Uhr bei SF2 Kultur am 20. Mai gibt es ein Hörspiel von Doris Dörrie und zwar alles inklusive. Ein Hörspiel in der Bearbeitung und der Regie von Irene Schuck, das uns ja in eine Hippie-Kommune führt, in der Kinder aufwachsen, zwei Stück, ein Junge, ein Mädchen, deren Jugend schildert man am Anfang und dann springt das Stück aber weiter in die Erwachsenenwelt. Die Hippies sind mittlerweile schwer gealtert zum Teil. Ja, von den Illusionen ist nicht mehr allzu viel übrig. Und auch die Kinder damals, die in dieser Hippie-Kommune aufwachsen durften oder beziehungsweise mussten, weil so richtig Bock hatten die da beide nicht wirklich drauf, sind jetzt auch erwachsen geworden und haben eine ganz interessante Sicht der Dinge. Ja, es ist so ein bisschen so ein Abgesang auf die 68er. Also so kam es mir zumindest vor. Ja. Eine Story, die gar nicht so bewusst irgendwo hin wollte, sondern tatsächlich sich mehr darauf berufen hat, ja, so die Sicht zu erklären, warum man damals so gehandelt hat und ja, wie die Hoffnungen, die man damals hatte, so alle so ein bisschen zerstört sind. Das ist also ich fand es ziemlich düster und melancholisch ist das falsche Wort, eher depressiv. Also es hat mich zum Teil ganz schön runtergezogen, wenngleich da auch sehr viele witzige und skurrile Momente drin waren, die Oh jetzt ja, man sich mal aufhorchen lese. unter anderem die Wiederbelebung eines Mopses. Genau, zum Beispiel. Ja, oder Jens was Wawaczek. Jens Wawaczek als, ja, also das kann man ja auch so nicht erklären. Nee.
Das hat mich am Anfang auch total, hä, warum spricht denn Jens Wawacek eine Frau? Hä? Hat mich ein bisschen, ich habe das für einen inszenatorischen Kniff erstmal gehalten, aber es erklärt sich ja dann. Ja. Und aber es hat skurrile Momente, aber es war, ich fand es so, war so schrecklich düster dann. Der Grundton war so traurig irgendwie. Ja, Hat mich das also ein bisschen schrecklich düster runtergezogen. würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist Ja, schon aber so eher. ist halt so hoffnungslos. Also irgendwie so alles, Also, was ja. wo man davon geträumt hat, ist alles irgendwie scheiße und heute sitzen da alle und keine Zukunft mehr und Also mir ah. hat das Wohin, also vielleicht hängt das auch da dran tatsächlich, mir hat das Wohin ein bisschen gefehlt. Also mir hat das ein bisschen Ja. zu sehr vor sich hingewabert, die Geschichte. Also war irgendwie, weiß ich auch nicht, Ja, also aber ich das war auch ein glaube ich, bisschen das war unbefriedigt. ja das. Das sollte ja so also sein, dass da Aha. diese Perspektivlosigkeit so quasi da damit eingefangen wurde. Dass Ja. es halt einfach nur so vor sich hingetröpfelt hat. Ja. Naja. Natürlich spielt Martin Kreumann mit. Wäre mir auch als erstes eingefallen, wenn ich so ein Hörspiel hätte besessen müssen. Warum nicht die Martin Kreumann? Ja, Dann, dann Umklapp am genau. 21. Mai 0:05 Deutschlandfunk Kultur eine Ursendung. Achtung, Aufnahme, heißt das Ganze, ist von Julia Tieke, ist eine Live-Produktion, also ursprünglich gewesen. Das wird jetzt nochmal fürs Radio aufgearbeitet und ist jetzt hier erstmals zu hören. Dann ein Stück, das mich ziemlich runtergezogen hat. Am Montagabend um 21:05 Uhr auf NDR Info gibt's Wovon wir träumten von Julie Otsuka, eine HR-Produktion aus 2013. Ja, das nicht wirklich ein Hörspiel ist, das muss man vorwegnehmen. Das ist eher, also spielt eher in dem Bereich, den wir früher als Kunstkack betitelt haben. Und zwar geht es dort, also rein inhaltlich, um etwas sehr Gruseliges tatsächlich, und nämlich um junge Japanerinnen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts quasi sich auf ein Schiff begeben haben und gen Kalifornien losgetuckert sind, um dort japanische Einwanderer zu heiraten. Und ja, das ist alles sehr merkwürdig. Sie kennen diese Männer nicht wirklich und begeben sich da quasi in eine ja, sehr merkwürdige Zukunft. Und es geht eben, wie der Titel schon sagt, immer darum, wovon wir eigentlich träumten, und dem gegenübergestellt ist halt dann die Realität. Also der eigentliche Knackpunkt bei dem Ganzen ist halt das Format. Das wird nämlich, ist wie gesagt, kein Hörspiel, kein richtiges. Wir haben verschiedene Frauen, die diese Geschichte erzählen. Das sind aber wirklich nur aneinander gepappte quasi Schnipsel der Realität. Wie zum Beispiel mein Mann kommt jetzt nach Hause und er will das wieder und er riecht da und das ist komisch. Und das nimmt halt sehr merkwürdige Formen an, weil diese Leben dieser jungen Japanerin halt nicht wirklich schön verlaufen, sage ich jetzt mal undrastisch. Das Ganze ist nämlich viel drastischer. Es wird halt dargestellt, wie sie ja so vor sich hin dümpelnde Leben führen und Jobs irgendwie auf irgendwelchen Plantagen haben und dann nach Hause kommen und für den Mann kochen müssen, und ein schreckliches Frauenbild einfach in diesen Männerköpfen drin steckt, und wo dann diese kulturelle Hintergrund auch mit dieser Unterwürfigkeit so ein bisschen eine Rolle spielt. Und es ist einfach nur gruselig tatsächlich, wie es diesen Frauen geht. Und deswegen, also mich hat das wirklich sehr runtergezogen. Ist natürlich rein historisch und kulturell sehr interessant. Mir war das auch nicht bewusst tatsächlich. Also habe ich so direkt auch noch nie was von gehört, und umso gruseliger war das für mich. Also ja, wer so ein bisschen was über diese Zeit damals und über diesen ja speziellen Aspekt wissen will, der sollte da mal reinhören. Aber wie gesagt, ein bisschen Vorsicht, das zieht einen wirklich sehr runter und ist kein gute Laune Hörstück, ganz und gar Okay. nicht. Aber ist tatsächlich hörenswert. Okay. Dann wird es auch am 21. Mai um 19:04 Uhr im WDR 3 eine Ursendung geben, und zwar Tüll, ein Hörspiel von, beziehungsweise nach wahrscheinlich, Daniel Kehlmann, an dem Regiepult Alexander Schumacher. WDR-Produktion, ist ein Riesenklopper mit 210 Minuten, und es geht um Tüll Eulenspiegel. Ja, sind wir nochmal gespannt. Dann Mittwoch, 23. Mai, 20:05 Uhr bei NDR Kultur gibt es eine Ursendung Die Maschine steht still von Edward Morgan Foster. Und um 20:05 Uhr im BR2 am Mittwoch gibt es das Hörspiel Verrat von Charles Maître, die DRS-Produktion aus 1981. Ja, wer einen Krimi, der so ein bisschen im Noir-Hörspiel wildert und
eigentlich mehr eine Liebesgeschichte transportiert als tatsächlich einen Kriminalfall. Nein, doch, Krimi ist es schon. Es ist halt ja so eine Gangsterposse mit großer Liebesgeschichte im Hintergrund. Ein verdeckter Ermittler schleust sich in einen Rauschgiftring rein, deren Hauptprotagonistin eine Frau ist und in die verliebt er sich. Und ja, jetzt steht der Rauschgiftring kurz vor der Zerschlagung, weil die Polizei jetzt immer mehr das infiltriert hat und ausgekundschaftet hat und jetzt auch das Ende des verdeckten Ermittlers dort naht. Und ja, jetzt geht es um die Aufarbeitung und der große Showdown ist dann das Gespräch dieses Liebespaars, wobei die jetzt quasi die Masken fallen lassen müssen. Interessant, ich fand es jetzt nicht den Überkrimi oder das Überhörspiel schlechthin, aber eine schöne Mischung aus Gangster, Krimi und Liebesgeschichte, die einen interessanten Schluss hat, auf jeden Fall. Und der Titel ist Kühleborn spökt wieder. Nee, Nee, das war Verrat, Verrat. Schaumette, achso. Ich war jetzt schon ein, zwei, drei Mal gedacht, hä? Also. Jetzt war ich überhaupt nicht mehr Nee, zurück der geblieben. Kühleborn, der kommt nämlich etwas später. Der kommt um 21:05 Entschuldige. Uhr auf NDR 90,3 und dann natürlich auch wieder auf sämtlichen anderen Oh je, Hörspielen. es wird spät, Das ja. ist ein Krimi aus der Reihe Schnappschuss, der Krimi ob Platt. Und auch hier war ich heillos überfordert. Ich habe nicht verstanden. Diesmal lag es auch tatsächlich am Niederdeutschen. Ich kam nicht hinterher und ich habe nur rudimentär die Story mitbekommen. Es geht um eine Schiffsfabrik, die in einem Naturschutzgebiet gebaut werden soll oder eben nicht gebaut werden soll. Aber mehr konnte ich diesem Hörspiel nicht entlocken. Also da sollte man schon ein gepflegtes niederdeutsches Sprachverständnis haben, um dem folgen zu können. Ansonsten ist das immer sehr schön, die Musik von Serge Weber und dieses Flair, was man da eben hat. Aber ja, wie gesagt, Niederdeutsch für Fortgeschrittene. Ist Snorre nicht einer bei Wiki? Ja, genau. Wusste gar nicht, dass der auch Geschichten schreibt. Ja, der Könnte ein singt Künstlernamen sonst, sein. oder? Ist doch der Sänger, oder? Nee. Keine Ahnung. Das ist Ja. Snorre nicht der mit den kürzen blonden Haaren? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Wiki echt zu Müsste man selten gesehen, Bastian glaube Pastewka fragen, der wüsste das. ich. Bestimmt. Dann am Donnerstag um 22:03 Uhr im SWR2 gibt es eine Ursendung, nämlich Teil 4 bis 6 von We Love Israel von Noam Brusilowski und Ova Waldmann. Eine SWR-Produktion. Ja, dann ab in den Handel. Freitag, 25. Mai, geht es nochmal los. Unter anderem erscheint dort Benjamin Blümchen 139, der Dinosaurierknochen. Captain Blitz und seine Freunde gehen auch weiter mit Folge 19 Weißes Gold, mit Folge 20 Der gelbe Koffer und der 21 Falsch programmiert. Ja, und drei neue Folgen von Doctor Who, also die Folgen 4 bis 6, wobei die Folgen ja nicht nummeriert sind und man die wahrscheinlich durcheinander hören kann. Es erscheinen Das Schwert der Ritterin, Die schändlichen Zaros und der letzte heißt, Moment, ich muss blättern, Eiskalte Rache. Also er heißt nicht, Moment, ich muss blättern, Eiskalte Rache, sondern nur Eiskalte Rache. Könnte man auch auf dem Theremin spielen. Ja. Ist es im Original, glaube ich sogar? Nee. Was ist denn das für ein Instrument im Original? Vielleicht ein Synthesizer, oder? Den man so einen alten Moog, den man so aufdreht. Na, gab es denn damals schon. Ach, nee, Moment, das ist ja noch vor 59? Nee, von wann Nee, ist da die gab es noch erste. einen Moog. Von wann ist die erste Folge? Keine Ahnung. Meine ist übrigens auch von Moog. Das Ach Theremini. ja, guck mal hier, der noble Herr. Ja, da hat auch eine Ja. Stange Geld gekostet. Na, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Dann gibt es auch einen neuen Geisterschocker. Die 75 heißt der Diamantengeist von Andrew Ja. Hathaway. What is love? Tonstudio Braun gibt es auch einen neuen John Sinclair, einen neuen alten John Sinclair, die 75 Hirngespinste. Dann eine neue John Sinclair Classics wird es auch geben, die Folge Nee, nicht 33. Hirngespinste, das ist immer noch falsch. Das hat man letztes Mal schon, oder? Dass man da einen falschen Titel hat. Dr. Tods Höllenfahrt ist. Das ist der viel lustigere Titel übrigens, wenn man Ja, das ins genau. Englische übersetzt. Oh Mann, Mann. Lütti sagt momentan immer Monsterpups und lacht sich schrecklich, ja. Ja, John Sinclair Classics, wie gesagt, die Folge 33, Irrfahrt ins Jenseits. Die Sonderermittler der Krone kommen auch wieder. Oscar Wilde in Mycroft Holmes, Folge 15, Goldrausch erscheint am 25. Mai ebenfalls. Das ist echt lustig. Das ist dann so ein Jules Verne-Crossover. Also jetzt nicht ein Crossover, aber da müssten sie eigentlich auf Jules Verne treffen. Auf Jules Verne treffen. Was rede ich denn auf Phileas Fogg treffen? Okay. Der ist ja auch ein Klondike. Ja. Dann geht's mit Paul Pepper auch weiter. Am 25. Mai erscheint Paul Pepper und der tödliche Sprung, die 3 und die 4, Paul Pepper und der schwarze Taucher.
Und eine neue Folge Playmos gibt es auch am 25. Mai, die 61. Aufregende Abenteuer mit den Explorers. Wer auch immer die Explorers sind, ich hoffe, dass das sieht alles so ein bisschen nach Abenteuergedöns. Abenteuergedöns, ja. Imperialismus. Oh, okay. Das sieht leicht imperialistisch aus, das Cover. Naja, dann kommen wir zum Umklapp. Im Deutschlandfunk gibt es um 0.05 Uhr von Donnerstag auf Freitag eine Ursendung When Elephants Fight, It Is The Frogs That Suffer. Mhm. A Sonic Graffiti von 2016 bis 2017. Was für ein Titel. Von Benjamin Patterson. Da steht Documenta. Ich habe echt Angst. Ja, ich auch. Dann gibt es das Hörspiel Fatima, was wir euch ja schon mehrfach vorgestellt und bejubelt haben, am 25. Mai nochmal zu hören, und zwar um 20 Uhr bei SRF 1. Um 22.03 Uhr am Freitag eine Ursendung im SWR 2, nämlich Auf die sanfte Tour von Castle Freeman, eine SWR-Produktion. Ja, und noch eine Ursendung, RBB Kulturradio, gibt es das Hörspiel Begehren von Gesine Schmidt. Ach, gucke an, Gesine Schmidt. Ja, ich habe es allerdings gehört und muss sagen, was wolltet ihr mit damit sagen? Es geht um verschiedene Menschen in verschiedenen Lebenssituationen, die sich über ihr Sexualleben austauschen. Ja, was heißt austauschen? Also das ist so mehr so ein zusammengeschnittenes Interview mit irgendwelchen Aussagen und irgendwelchen Selbstbeichten zum eigenen Sexualleben, wie sich da jeder entwickelt hat. Und das ist mir alles zu gewollt und zu sehr auf den, ja, muss man heute alles so machen und muss irgendwie so raus und man muss so die Sexualität nach außen kehren. Aber ich habe jetzt irgendwo nicht so den ganzen Sinn gesehen, warum man das jetzt erzählt. Also man hat diese sechs Stories, die mehr oder weniger interessant sind, aber warum man daraus ein Hörspiel machen muss und dann auch noch so. Also ich fand es jetzt überschaubar interessant. Naja. Würde ich nicht empfehlen wollen, leider. Dann machen wir doch den Umklapp, komm. Ja, mach noch einen, komm. Im Deutschlandfunk ein Hörspiel, also von in der Nacht von Freitag auf Samstag, 26. Mai, von Holger Böhme. Koproduktion von SFB und ORB und NDR aus 2001. Sonnenwende, toter Hund. Holger Böhme, das muss ich doch dringend noch anhören. Ja, solltest du tun, weil das ist hackenlustig. Das ist ein Hörspiel, was ich auch immer wegen dem Titel vor mir hergeschoben habe, weil ich dachte, das ist irgendwas Kunstkackeres. Aber es ist ein total unterhaltsamer Krimi, der total viel, ja, wie soll man denn sagen, so Boulevardtheater in sich trägt. Es geht um ein Dorf in Sachsen. Dort hat man festgestellt, dass es Heilquellen geben soll. Und heute ist der Tag, an dem das Fernsehen kommt und der erste Spatenstich für das neue Kurzentrum stattfinden soll. Ja, und jetzt gibt es aber ein Problem. Der Mann, der quasi die Heilquellen dort entdeckt hat und das Ganze angestoßen hat, der lebt in einer alten Hütte mit einem Freund zusammen. Ja, dummerweise ist der jetzt tot. Also nicht der Freund, sondern der andere. Ja, es stellt sich dann heraus, ja, mit diesem Heilquellen, da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Und der Freund, der jetzt offenbar verantwortlich ist für den Tod des Menschen, ja, der entwickelt sich dann auch etwas anders. Und zwar hat er auch seine Vergangenheit und auch seine Vergangenheit im Dorf, seine Berührungspunkte im Dorf, was aber irgendwie keiner mitbekommen hat und dann erst jetzt so nach und nach gewahr wird. Ja, das wird dann zu einer mittelgroßen Katastrophe für das ganze Dorf und wie gesagt, die Presse steht schon dort und alles soll gleich losgehen, aber man muss dann wahrscheinlich doch da einige Abstriche machen. Sehr unterhaltsam, sehr lustig, sehr skurril in manchen Sachen, hier und da auch ein bisschen unlogisch, aber das schadet nicht, aber vor allen Dingen sehr, sehr lebendig und sehr schmissig und schnell erzählt, fand ich wirklich gut, unterhaltsam, also ich hatte wirklich richtig Spaß bei dem Ding. Gönnt euch das. Wird nachgeholt. Holger Böhme, ja, natürlich. Ja, bitte. Dann am Samstag um 14 Uhr gibt es im Ö1 das Hörspiel Der Mentor von Daniel Kielmann. Die große Koproduktion von MDR, WDR, ORF aus 2014, die beim Audioverlag auch auf CD erschienen ist. Genau, hatten wir euch auch schon vorgestellt. Hört euch das an. Sehr, sehr gut. Ja, apropos sehr, sehr gut und hört euch das an. Am 26. Mai 19.05 Uhr bei WDR 5 könnt ihr nochmal das Hörspiel Was, wenn hören von Claudia Schreiber. Ein großartiges Stück, sehr skurril, unheimlich lustig und hintergründig. Regie Petra Feldhoff, Musik Mike Herting, müssen wir mehr sagen. Nein. Ja, gönnt euch und wenn ihr die CD ergattern könnt, gibt es beim DAV noch und
Ja, solltet ihr unbedingt mal gehört haben. Hat man euch auch schon vorgestellt, ja, mehrfach. Dann etwas, was wir euch auch schon vorgestellt haben. Am Samstag um 21:05 Uhr gibt es beim NDR Info den ersten Teil von Die Wahrheit über den Fall Harry Kebert von Joel Dicker, die NDR-Produktion aus 2015 mit und von Leonard Koppelmann. Ja, am 27. Mai um 14:04 Uhr bei HR2 gibt es ein Hörspiel in 5.1 Surround, das Rätsel der Qualia. Ich habe mich da 10 Minuten lang gequaliert und dann habe ich ausgemacht. Ebenfalls. Ja, schön. Ja. Um was geht's hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Also, nee. Hä? Nee. Nee. Alles, was da im Text steht, habe ich auch nicht wahrgenommen. Nee, vielleicht haben wir ein anderes Hörspiel gehört. Ja, vermutlich. Ja. War anders betitelt dann vielleicht, na. Dann im Kira kam 14:05 Uhr im WDR 5 am Sonntag gibt's was, wenn noch mal zu hören. Und denn um 17 Uhr am Sonntag im SRF 2 Kultur eine Ursendung und zwar Schlaf ich auf Sand von Rolf Herrmann, natürlich eine SRF-Produktion. Ah, beim SR2 gibt es dann um 17:04 Uhr, also parallel dazu am 27. Mai, das Hörspiel Habicht von Guy Helminger. Hast du Ja. das noch gehört? Ja, ungefähr, lass mich mal Ah, okay. überlegen, 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Guy Helminger, der Name hat natürlich gezogen, von ihm haben wir gehört, boah, wie hieß das denn? Frau Gantner, Gantner, genau. genau. Ein grandioses Stück. Habicht ist das erste Stück von ihm tatsächlich. SR-Produktion aus 1999. Ich habe nicht verstanden, auf was man denn jetzt da hinaus wollte. Das Grundsetting klang völlig spannend und ganz gruselig mal wieder. Und zwar geht es um einen Jungen, der eigentlich dann schon kein Junge mehr ist, der von seinen Eltern in eine dunkle Kammer gesperrt wird und er denkt sich quasi nach draußen in die Freiheit über diese Figur des Habichts und nennt sich auch selber Habicht. Dann hat er noch einen Bruder, der ihm immer zu essen gibt, aber irgendwie das fand ich so merkwürdig erzählt und ganz komisch und ein Sprecher nur, Konstantin Graudus zwar, aber irgendwie das hat, nee. Das war mir zu fremd. Das war wirklich. Damit konnte ich nichts anfangen. Ich weiß nicht. Okay. Da hatte ich irgendwie eine Sperre tatsächlich. Das ging nicht an mich. Was nichts heißen will. Könnt ihr trotzdem gerne mal Unsere neue Kategorie habe ich ausgemacht. reinhören. Oh. Ja, Oh, es es wird geht. spät. Ja, es wird Es immer geht später. alles. Ist schon Ja. gut. Ja, ab 17:50 Uhr gibt es dann bei SRF Kultur, also im Anschluss an das Hörspiel, ein neues, weiteres Hörspiel. Und zwar Multiple von Nora Gromninger, aufgemerkt, und Philipp Scholz. Dann am Sonntag um 18:30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur ein Hörspiel, das wir euch, glaube ich, schon mal vorgestellt haben. Die Zwangsjacke von Jack Long, ich will mal Longdong sagen. Oh Mann, ich hörspielverstrahlter Mensch, ich. London. Oh Gott, ja. Deutschlandradio. Nee, ich sterbe. Deutschlandradio-Produktion bei Major Label auf CD rausgekommen und am Regiepult Kai Gren, ja, selbiger. Musik von Tarwater. Ja, ich fand das super. Ich fand das eines der besten Hörspiele in 2016. Solltet ihr euch gönnen. Richtig starkes Stück, richtig starke Story und eine tolle Inszenierung von Kai Gren. Ja, unbedingt. Ja, dann eine Ursendung am 27. Mai, 19 Uhr bei SRF1. Das ist der, ja, Kindergeschichtentermin bei SRF. Da gibt es täglich, und zwar nicht ganz täglich, sondern sonntags bis donnerstags jeweils mehrteilige Geschichten und hier gibt es eine Ursendung eben und alles nur wägt Milch, heißt das Ganze und ist von, aufgemerkt, Neil Gaiman. Neil Den kennt man. Gaiman? Der Neil Gaiman? Der Neil Gaiman, ja. Regie hatte unsere liebe Freundin Julia Klaus. Grüße Grüße. und ja, wie gesagt, es geht dann am 27. Mai los und dann immer Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, Gönnt also euch. wenn man den Inhalt liest, dann kommt schon näher. Ja. Zeitreise, Stegosaurus, Klippergletscher, Außerirdische. Ja, Neil Gaiman. Vampire. Dann ein Hörspiel von Tom Noga wird es geben um 19:04 Uhr im WDR 3 am Sonntag. Eine WDR-Produktion aus 2015. Gram heißt das Ganze. Ja, hatten wir euch auch schon mal vorgestellt Ach, vor stimmt. Urzeiten. Genau. Am Sonntag, den 27. Mai bei 23 Uhr, bei Ö1 um 23 Uhr, so ist das, gibt es ein Hörspiel und zwar von Falkner. Ein neues Falkner-Hörspiel, Manifest 53, Hymnen wieder die Mittellage. Und Falkner sollte man immer mal ein Ohr riskieren. Da waren ja schöne Sachen Oh dabei. ja. Das Hörspiel hieß übrigens nicht Gram, sondern Graham. Graham Bam. Parsons. Ja. Ich mach mal Gram. schnell den Umklapp, damit ich noch ein bisschen was Ach aufholen komm, kann. ja, mach.
Ja, kannst du jetzt sogar sagen. Bin ich noch Die vorne? Kurzstrecke 74 ist da und darin sind verschiedene Hörspiele, unter anderem Circular Thinking von Mark Vernon und Jen Matheson und Podolski, das muss ich hören. Podolski, ein postfaktisches Mannschaftsepos von Markus Collalti Das klingt und super. natürlich Neues aus der Wurfsendung. Podolski klingt super, ja. Ja. Dann ein Montagsabend-Krimitermin gibt es wieder am richtig Montagabend, 21:30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur, nämlich das Hörspiel Zerbrochene Flügel von Jeffrey Deaver, die Deutschlandradioproduktion aus 2009. Ja, hatte ich gehört, habe ich auch was zu geschrieben, scheine ich gut gefunden zu haben. Ich habe aber, also ist ja schon ewig her, 9 Jahre her, müsste ich wahrscheinlich noch mal hören. Aber damals fand ich es gut, also von daher Vertrau dir mal. werde ich es auch noch heute gut finden. Dann 21:30 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur am 30. Mai gibt es eine Ursendung, Die Logik des Schlimmsten von Etienne Lepage. Dann in den Handel wieder. Und zwar gibt es beim DAV einen Re-Release, den gab es schon mal 2000. Und zwar ein Hörspiel des SWR aus 1999. Und zwar Frenches. Ja, also beide Vornamen zusammengefasst. Ist doch gut. Es ist echt schon spät. Francis kann es nicht aussprechen. Hodgson Burnett, aber ich kann es nie aussprechen, wenn er kommt. Ja. Der geheime Garten, das kennt man Ja. ja. Es ist jetzt die Frage, ist es das Ding, was wir als Radiohörspiel gehört hatten schon, oder ist es nochmal eine andere Vertonung? Ich blicke da nicht Es mehr so müsste ganz durch. eigentlich das sein, weil, Okay, dann fand ich es oder gut. nee, Quatsch, der geheime Nicht? Garten, das war Johanna Steiner, oder? Die Umsetzung bei Holy Soft. Ja, aber wir hatten doch parallel, gab es doch im Radio auch eins zu hören und das war doch bestimmt dann die Ja, es war das SWR. wahrscheinlich das, ja. Okay, dann habe ich es gehört und fand es gut. Ja, dann auch im Handel meine Freundin Conny. Conny kommt in die Schule, Conny backt Pfannkuchen. Gibt's bei Silberfisch und Karussell zusammen, auch am 31. Mai. Wie macht man denn da draußen das Spiel? Ja, man weiß es nicht. Ah, nee. Dann geh wieder zum Radio. Und zwar gibt es den kleinen Prinzen mal wieder zu hören. Und zwar in der Rundfunk der DDR-Version aus 1989. Und zwar um 14:04, 14:05 Uhr gibt es das Ganze im SWR 2 zu hören. Ich habe es tatsächlich schon wieder getan. Ich habe schon wieder der kleine Prinz gehört. In der irrigen Annahme, dass es mich doch irgendwann mal packen wird. Es ist tatsächlich ganz, Ja. ganz nett umgesetzt. Also die Umsetzung hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, weil das auch so reduziert ist und so ein bisschen staubig. Irgendwie gefühlt hat das zu dieser Geschichte, zu der Geschichte gepasst diesmal, Also ich aber. fand das auch, ich fand das eine der besten Umsetzungen, weil das irgendwie mir tatsächlich irgendwie die Geschichte zumindest ansatzweise näher gebracht hat. Also gerade der Anfang, den fand ich super, das hat mich richtig reingezogen. Dann verliert es mich halt meistens immer so ein bisschen, aber Ja, wo es dann auf die Planeten geht, dann finde ich ja, es immer genau, da merkwürdig ist und es irgendwann wird es zu albern. dann kommt er mit Und dem Fuchs und ja, da kann ich dann ja, irgendwie auch genau, nicht mehr ja. hören. Dann kommen die Kalendersprüche und dann ja. Ja, genau. Aber also in der Form würde ich das tatsächlich mal sagen, könnt ihr das ruhig mal anhören. Ja, also ich würde auch sagen, Ja. das ist bis jetzt die beste Umsetzung, die an meine Ohr gedrungen ist. Ja, würde ich jetzt auch sagen, ja. Das ist ja auch was. Ja, und dann zum Abschluss gibt Ach es noch Mensch. eine Empfehlung von uns, und zwar am 31. Mai 19:05 Uhr bei WDR5 gibt es das Hörspiel Käferkumpel nochmal zu hören. Das haben wir euch ja rauf und runter gelobt und hört das, weil das ist wirklich eine der schönsten Produktionen aus dem vergangenen Jahr. Ganz toll. Ja. Ja, und schon sind auch schon wieder gefühlt 8 Stunden Orcast vorbei. Ihr habt's geschafft. Wir auch. Und Gesundheit. Oh Mann, echt. Die Pollen, ne? Die Pollen echt und du, ihr seid keine furchtbar. Freunde. Ja, es wird Zeit, dass Herbst wird. Nein. Jetzt kommt erstmal der Sommer. Jetzt wart doch Ja, mal. okay, das geht ja auch. Wo geht's denn in Urlaub hin dieses Jahr? Das ist eine gute Frage. Ist noch nicht geklärt, okay. Ach, nee, noch keine Klärung. Wahrscheinlich müssen wir mal wieder statt Urlaub eigenen Moped reparieren. Man weiß Toller es nicht. Urlaub. Ja, wir fahren an die Ostsee. Cool. Ja, Ja, hier da kriege ich meine richtig Familie nicht hin, mit Ponyhof. nachdem wir einmal 14 Tage Urlaub an der Nordsee gemacht haben. Oh, und hat's geregnet die ganze Zeit. Nee, nur einmal, aber durch halt die 14 Tage. Shit. Ja, wir saßen dann in irgendeinem Pipi-Langstrumpf-Land in so einem Indoor-Spielplatz von morgens bis abends. Oh Gott. Das klingt ein bisschen nach Hölle, wenn jetzt noch DJ Bo im Hintergrund die ganze Zeit gespielt hätte. Ja. Hat's? Nee, ich glaube, DJ Bobo war da, glaube ich, gerade wieder out und DJ Ötzi noch nicht da in der Zeit. Och, die schöne Zeit, ja. Ja, die gnadenbringende Zeit um die Jahrtausendwende. Ja, bei uns ist so ein Ponyhof mit Streicheln und so. Aber Ja, der das ist Strand vor cool. der Haustür und Fischbrötchen in der Nähe, also ist gebongt.
Ja, das ist doch super. Ja, klingt Ja, für gut. mich bedeutet der genau das Richtige. Bräuchte ich nichts anderes. Ja, schön. Na denn, Ja. genau, hören wir uns bald wieder. Genau, und wenn ihr uns noch nicht genug von uns habt, wie gesagt, bei Was hörst du drüben? Wenn ihr nochmal reinhört, da gibt es nochmal 10 Minuten von uns und nochmal eine gute Stunde von den Kollegen. Gönnt euch. Macht das. Und dann hört fleißig. Einige Tipps habt ihr ja gekriegt heute. Genau. Wie Wir hören auch gesagt, fleißig, damit wir nächstes Mal auch was erzählen haben. gerade Mai, Granatenmonat für Kinder- und Jugendhörspiele, wirklich Ja. Knaller. Ja. Das ist auch den vielen Feiertagen geschuldet. Es gibt ja 4 Feiertage und immer gut, wenn man da wissen, was sendet. Ja, na denn. Dann würde ich sagen, ab in die Kiste für uns und Genau. ihr Kopfhörer auf und weggehört, was wir euch empfohlen haben. So macht das. Dann bis dahin, macht's gut und gehabt euch wohl. Ebenso. Tschüss. Ciao.